Einmal Erniedrigung. Dafür müssen wir aber Rivalität erklären. Erniedrigung. So, ich habe eigentlich keine Lust, dass die mir da jetzt einen Strich durch die Rechnung machen. So, beide seid Rivalen. Ihr gebt... Was? Das dunkle Volk gibt uns einfach Energie-Credits? Herzlich? Ey, die sind bereit für Handel und friedliche Koexistenz mit uns. Das hat sich aber... den Kampagnen aber anders angefühlt. Amazon, wo wollt ihr hin? Anspruch einmal. Ernsthaft? Hier, die haben eine Festung hier reingeknallt. Also ein Habitat. Nicht mal eine richtige Festung, aber ein Habitat. Receiving communications. So, dann ärgern wir doch mal ein bisschen. Nein, ich möchte kein Nicht-Angriffsversprechen. Kostet nur Einfluss. Ihr seid gerade dort, aber es ist okay. Ich bin nur einen Sprung entfernt und die Sternenbasis schafft das vielleicht sogar komplett alleine. Construction complete. Oder? So wirklich gefallen tut mir das nicht. Ja, aber meine Flotte rückt gleich an und dann ist das auf jeden Fall ein einfacher Sieg. Eine erste Armada. Erste Armada ist hier. So, wir befreien das System mal gerade. Ach, das gehört ja eh den Ägyptern, dann brauche ich das erstmal gar nicht sichern. Einladung zum Wirtschafts... Ja, komm. Das ist ein Witz. Hier sind sogar direkt... Was? Euer Ernst? Hier sind einfach direkt zwei Habitate drin. Kriegsziele durchsetzen. Fordert unbesetzte Planeten, fordert unbesetzte Systeme. Welches System habe ich denn nicht besetzt? Ach so, ja. Das zählt nicht als besetzt. Passt mal auf, dann springt ihr hier rüber. Auf die Gefahr hin, dass ich das L-Tor am Ende nicht halten kann, aber das ist dann auch okay. Oh.
Zweite Armada, zweite Armada. Ihr seid euch aber auch nur noch am Zusammenlegen hier, ne? So, Armeen ist ein Witz. Und hier auch. Tactical Retreat. Wo? Ach komm. Planetary Invasion commenced. Ground invasion force has seized a planet. So, das erobern die Ägypter schon. Aber der Anspruch habe ich, also. Moment, irgendwer hat gerade eine Eigenschaft bekommen. Das hier war aus irgendeinem Grund nicht mehr. Drogensüchtig, Lebensdauer minus 20 Jahre, euer Ernst? Wart die ganze Zeit nur im Gewinn, aber das war so schlimm, dass man erstmal Drogen nehmen muss. Weil gut, wenn es leistungssteigernde Mittel sind, ne, die können ja auch abhängig machen. Also irgendwo gibt es ja auch schon Sinn. So. Wenn ich einen Status Quo verhandle, dann wird das System teilweise besetzt. Was fehlt denn noch? Ja, aber ich glaube, das fällt jetzt automatisch an mich, weil mir die Sternenbasis gehört. So, wenn ich das durchsetze, dann kriege ich auf jeden Fall Technology secured. Aufstiegsvorteil, tote Weltanpassung. Ja, komm. So, dann sorgen wir doch mal dafür, dass wir... Was fehlt uns denn jetzt noch? Fordert umgesetzte Systeme, fordert umgesetzte Planeten. Aber die gehören doch jetzt uns. Ich meine, fordere ich noch irgendwas von denen? Nein. Jetzt sag nicht nur, weil die Ägypter das jetzt gerade übernommen haben. Ich meine mich zu erinnern, dass das jetzt eigentlich an mich fällt. Weil mir die Sternenbasis gehört. Oh, die wollen zum Vulkanus-System. Ja, mal gucken, ob wir sie vielleicht dazu kriegen, umzudrehen. Ich hab die... Wo ist die Flotte hin? Da ist kein Wurmloch oder so. Seid ihr auch gerade... Ich sag, ihr seid auch im Krieg mit den Amazonen. Alle hauen jetzt gerade auf die Amazonen drauf. Befehlslimit, Nahrung. Komm, einmal Nahrung bitte. Bei der Gelegenheit kann ich auch nochmal meine Flotte ausbauen.
So kriegen wir vielleicht die UL-Inhibitoren zerstört, ohne die extra übernehmen zu müssen. Construction complete. Das dauert noch. Wie lange brauchen wir noch hierfür? 450 Tage. Die Frage ist, was bauen wir als nächstes? Eigentlich wäre vielleicht ein strategisches Koordinationszentrum gut. Es gibt Sortenkapazität, Sternbasenkapazität, wovon wir echt nicht genug haben. Muss ja nicht mal unbedingt voll ausgebaut sein. Ja. Ohne Grenzverschiebungen. Construction complete. Ich fände es nicht so cool, wenn sich das dunkle Volk jetzt hier breit macht, aber... Was will man machen? Okay, die fliegt jetzt hier durch und übernimmt einfach mal nebenbei das System. Verwüstung? Wie sieht es mit Verwüstung aus? Ich glaube, bei 50% hören die Inhibitoren auf zu funktionieren. Es kann doch jetzt nicht sein, dass nur, weil jetzt vorhin die Ägypter das übernommen haben, ich jetzt dieses System nicht übernommen habe. Also, ob das nicht jetzt übernommen gilt. Und hier ist noch ein Waffenstillstand. Ich meine, da muss ich eben zurückfallen, aber schön ist das trotzdem nicht. Construction complete. Oder warte, wir können... Aber es bringt uns ja nichts. So viel können wir nicht raushauen damit. Wir können wahrscheinlich auch nicht... Bevor wir feindliche Aktionen, ja, müssen wir eine Kriegserklärung. Das geht halt nicht. Ja, dann eben Status quo. Ich meine, hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen, weil... Wobei, die Ägypter? Die waren ja recht... Alter, sind die fleißig gewesen. Ja, weil ihre Flottenstärke erbärmlich ist. Ja, ich glaube, die Ägypter kommen klar. Wir können jetzt unsere Grenzen noch nicht schließen, das ist doof, aber...
So, 2x 60k. Ich glaube, im Polaris bauen wir auch nochmal ein Habitat. So, Forschungsnexus ist abgeschlossen. Das hier dauert noch eine ganze Weile. Organisierte Evolution. Man, die sind zum Teil wohnhaft. Was kostet es, die Vorlage anzuwenden? So, also wenn man schon halb Amazone nimmt, aber dann Plural wieder bei Racket und dann... Also wenigstens das müssen wir mal... Planetenanpassung war vorher halt Grabwelt. Vorteilhafte Eigenschaften können doch nicht entfernen. Ja gut, dann müssen wir damit eh noch warten. Aber ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viele von denen in wichtigen Positionen habe. Sonst hält wieder alles auseinander, wenn ich die Rechte ändere. So, und du kannst einmal Megakunst, Koordinationszentrum. Munkadir Sablisur. Sie sind immer noch unterlegen. Construction complete. So, das heißt, die andere Flotte müsste einmal hierhin. 60.000 gegen 15.000 ist total einseitig. Und dann führen wir einmal einen Unterwerfungskrieg. Krieg erklären geht in etwas über einem Jahr. Secured. Construction complete. Die Amazonen machen Ansprüche, auch ernsthaft? Leute, ihr solltet vielleicht euren Einfluss für andere Sachen verwenden. Wille zur Macht, monatlicher Einfluss, das wäre definitiv gut. Architektonische Renaissance allerdings auch. Ich brauche sowieso den letzten Aufstiegsvorteil, aber... Ich brauche vor allem mehr Einigkeit. Und mehr Verwaltungslimit.
Technology secured. Construction complete. So, du kannst die Trümmer erforschen. Monkadir Sablisur. Wie schafft ihr es mit wirtschaftlicher Macht noch erbärmlich zu sein, trotz eurer ganzen Boni, die ihr bekommt? Das ist irgendwie wirklich erbärmlich. So, Krieg erklären geht im November. Dann werden wir einmal... Oh, sie sind nicht im Frieden. Deshalb kann ich kein Tribut fordern. Angriffskrieg. Ja, die ganze Kriegsmüdigkeitsgeschichte. Ne? Wir müssen abwarten, dass der Krieg endet. Was kostet es auf einmal wieder so viel Nahrung? Warum bauen die ein Nahrungsverarbeitungszentrum, wenn sie gar keine Nahrung anbauen? Ich muss nicht alles verstehen, was die KI hier treibt, oder? Auf Vulkanus. Ja, da wollte ich auch schon längst mit dem Bau der Ekumenopolis begonnen haben. Entscheidungen. Habe ich dafür überhaupt genug? Na, ich muss noch Stadtdistrikte bauen. Ich habe wahrscheinlich auch gar nicht den Einfluss dafür. So, Festung. Klontanks, ja, wären vielleicht irgendwann mal sinnvoll gewesen. Auf Rom könnte es viel bringen. Hulks vivisected. So, hier auch. Trefferpunkte Panzerung. Da wir das ausschließlich verwenden, bringt das recht viel. Rivalität erklären. Monkadir Sablisur. Kann der Krieg bitte mal enden? Bitte übernehmt nicht dieses System. Nee, die Mühe machen sie sich gar nicht. Oder? Ja doch, die bombardieren mit zwei Zerstörern. Construction complete. Aber da tut sich gar nichts. Ich hätte den Krieg weiterlaufen lassen sollen, damit das funktioniert. Construction complete. So eine Frage. Kann ich einen weiteren Titanen haben? Ja, kann ich. Ne, nicht legal. Ich will den Titan schon mal bauen für die neue Flotte. Weil das wird ewig dauern sonst. Teilweise besetzt. Monkadir Sablisur. Na komm schon, Leute, macht Status quo.
Construction complete. Technology secured. Verwaltungslimit. Complete. Das ist sehr gut. Nein, haben wir gar nicht das Geld für im Moment. Hier müssen wir später auch mal eine Flurbereinigung durchführen. Vor allem, mit wem sind die Amazonen alles im Krieg im Moment? Nur mit den Ägyptern. Okay. Construction complete. Was? Die Mayas, Eroberung. Terrarium, Rom, Handelszentrum, was? Okay. Ja, gut. Das System, genau, hier sind die, ne? Dann. Pass auf, ihr schwingt euren Arsch darüber. Die Frage ist, nehme ich verzweifelte Maßnahmen. Verteidigungskriegsschiffsbau plus 100%, Heimterritorium Feuergeschwindigkeit auch plus 40%. Das ist vielleicht, wenn wir verteidigen, gar nicht mal so schlecht. So dringend brauche ich den Aufstiegsvorteil jetzt auch nicht. Das hält die nächsten 21 Jahre. So, durch das Rana-System wollt ihr. Das ist damit verbunden. Ja, die wollen alle zum Rana-System. Dann pass auf. Nein, du sollst dahin, 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 dahin. Ich möchte, dass sich meine Flotte Moment, die wollte auch zum Rana-System. Also, okay, so viel Zeit habe ich dann doch nicht. Aber das ist eigentlich das Einzige, wo sie wirklich groß durch können. Ihr habt geschlossene Grenzen zu Asiaten, Ägypter und Mayas. Alles klar, hier können sie nicht durch. So, die Frage ist, wollen sie jetzt immer noch hier durch? Ja, wollen sie. Na dann, viel Spaß. Gegen eine 72k-Flotte und eine 15k-Sternenbasis mit plus 40% Feuerrate. Das wird lustig. Jetzt sind sie auf einmal bei der, wollen sie auf einmal zur siebten Flotte. Was hat die siebte Flotte? Wo ist die? Jetzt will die auf einmal wieder ganz woanders hin. Na gut, dann räumen wir das System doch einfach mal. Mal gucken, ob sich die KI jetzt wieder... Ja. Jetzt wollen sie doch wieder, wieder zum Rana-System. Mal gucken, ob wir sie gleich überraschen können. Die Festung. Oh, ich kann das gar nicht aussprechen. Das ist so bescheuert, dass ich es nicht mal aussprechen kann. Construction complete. So, das hier ist eine komplett neue Flotte. Hier das. Ja, das Material brauche ich aber da. Colonization in progress. Okay.
Das hier sind zwei 60k Flotten. Die werden hier durchkommen. Das heißt, ich muss von da angreifen. Oh, hoffentlich geht das jetzt nicht richtig schief. Pass auf, das ist die erste Legion. Die erste Legion sammelt sich da. Enemy presence exposed. Aklinda? Ach, das ist eine Transportflotte. Ja, die kann von mir aus machen, was sie will. Also an sich ist die KI ja nicht doof, dass sie nicht in Systeme geht, wo sie eine Flotte sieht, wo sie meint, dass sie die nicht schlagen kann. Aber sobald diese Flotte das System verlässt, hält sie sich halt hier für allmächtig. So, andererseits wäre es vielleicht ganz gut, wenn die Flotte sich auch hierüber bewegt. Bewegung zum Rana-System.